Und jetzt das Heute-Journal. Mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend. Es hat keinen Sinn mehr beim Corona-Treffen von Bundes- und Landesregierungen morgen, Lockerungen zu erwarten. Das gibt die Lage nicht her. Bürger, Wissenschaft und Politik sind inzwischen recht klug geworden, was die Beurteilung der Lage angeht. Deutschland hat es im Frühjahr mit großen Opfern schon mal geschafft, die Kurve zu brechen. Heute sind die Zahlen leider bedeutend höher als die Dynamik damals. Nach praktisch 2 Wochen neuer Einschränkungen ist der Vormarsch der Pandemie noch nicht gestoppt. Immer noch kommen täglich im 7-Tage-Schnitt fast 19.000 neue Infektionen dazu. Immerhin, der Zuwachs beschleunigt sich nicht mehr. Die Kurve wird flach. Es muss aber nach unten gehen. Das Frühjahr hat gezeigt, dafür braucht es Ausdauer. Nach dem Shutdown damals ging die Kurve noch rund 11 Tage nach oben. Und als der Trend gebrochen war, ging es dann aber wieder steil nach unten. In einer milden Pandemie, in einem Sommer, der manchen dazu brachte, das Virus leichter zu nehmen, als es offenbar ist. Morgen werden die Bundesregierung und Ministerpräsidenten entscheiden, wie es weitergehen soll. In einer auch politisch heiklen Lage. Daniel Ponzen beschreibt, wie die aussieht. Kommunikativ gab es in den letzten Wochen eine erstaunliche Wende. Hieß es anfangs, der Teil-Shutdown werde hart, aber dafür kurz, änderte sich die Tonlage bald, obwohl sich die Maßnahmen noch gar nicht niederschlagen konnten. Völlig klar, man kann nicht am 1. Dezember noch mal einfach weitermachen, als gäbe es kein Corona. Denn die Zahlen, die wir jetzt haben, reichen bei weitem nicht aus. Wir haben maximal eine leichte Seitwärtsbewegung erreicht. Die Kanzlerin verweigerte der Gastronomie diese Woche dann die Zusage, im Dezember wieder öffnen zu dürfen und wählte einen drastischen Vergleich. Wie das auch bei der spanischen Grippe der Fall war, muss man jetzt davon ausgehen, dass die zweite Welle härter ist. Erneut düstere Rhetorik. Je länger die Krise dauere, desto weniger würden Bedrohungsszenarien verfangen, sagt der Medizinsoziologe Holger Pfaff. Seine jahrelange Forschung auf diesem Gebiet ergab zudem, dass Anordnungen in einer Krise prinzipiell nur bedingt wirksam sind. Die Bevölkerung wird da gewissermaßen als Maschine gesehen, die auf Anordnungen Folge leistet. Das funktioniert nur zum Teil, weil es explizite soziale Kontrolle erfordert. Besser wäre es, die Leute würden aus innerer Überzeugung handeln. Eingriffe des Systems in die Lebenswelt, die private, sind meist zum Scheitern verurteilt. Eigenverantwortung statt staatlicher Eingriffe ins Tiefpersönliche. Die überwältigende Mehrheit scheint dazu in der Lage. Doch was, wenn Eigenverantwortung nicht gelebt, sondern demonstrativ verweigert wird? Hierzu ist auch medial eine scharfe Debatte entbrannt. In den 8 Corona-Monaten sei eine untergesetzliche Parallelrechtsordnung entstanden, sagt Verfassungsrechtsexperte Herbert Prantl. Das hat ungute Auswirkungen. Zu diesen Auswirkungen gehören auch die zum Teil völlig irrationalen Proteste gegen die staatliche Pandemiebekämpfung. Ein Abwägen jeder Maßnahme im Parlament vor der Entscheidung fordert die Opposition. Union und SPD hatten viel angekündigt. Durchpeitschen wollen sie nun ein neues Infektionsschutzgesetz, das im Gegenteil der Exekutive dauerhaft viel Spielraum lassen könnte. Wenn allerdings in einem solchen Gesetz nur anschließend Maßnahmen abgenickt werden, die vorher von der Bundesregierung eingeführt werden, dann läuft diese Parlamentsbeteiligung ins Leere. Es geht auch nicht, ein Land über einen Podcast zu regieren. Und diese MPK-Runde, wie man so schön sagt, das hat ja monarchische Züge, wo man der Hofstaat zusammenkommt und danach wird verkündet, was ist. Es scheint aber Grundmuster zu bleiben, zeigt sich vor dem Treffen morgen, womöglich samt Verschärfung. Wir merken, dass noch immer im privaten Bereich das Infektionsgeschehen sehr stark anzieht. Und deshalb glaube ich, dass man auch über die Frage, wie wir die Kontaktbeschränkungen ausgestaltet haben, noch mal reden, dass wir darüber reden müssen. 10 Personen sind schon relativ viel. Unterdessen stellt sich mit zunehmender Dauer umso lauter die Frage, wie lange eine parlamentarische Demokratie sich das leisten will, einen exklusiv-exekutiven Entscheiderkreis, der nach eigenem Ermessen tief in Grundrechte eingreift. Bei solchen Eingriffen beruft sich die Politik sehr gerne auf die Wissenschaft, der das aber nicht immer recht sein kann.
Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig arbeiten hunderte Biologen, Statistiker und Fachmediziner für Viren und Epidemien zusammen an genau diesen Themen. Unter ihnen die Virologin Professor Melanie Brinkmann. Sie lehrte und forschte in den USA und an mehreren deutschen Universitäten. Wir erreichen sie an ihrem Institut. Guten Abend, Professor Brinkmann. Die jetzigen Maßnahmen wurden ja als Wellenbrecher bezeichnet. Die zweite Welle der Infektionen sollte davon zerstört werden. Was sagen Ihnen die Zahlen? Läuft das? Die Zahlen sehen eigentlich genauso aus, wie man sich das vorgestellt hat. Wir hatten noch eine Woche lang steigende Zahlen, denn die Infektionen, die wir in der Statistik sehen, sind ja vor einer Woche schon geschehen. Und jetzt sehen wir eine Stabilisierung. Das ist genau das, was wir uns erhofft haben. Geht es dann demnächst Frage, auch nach unten? Wo bewegt sich diese Kurve hin? Genau. Was genau, ist Ihre das Antwort? Ist die große Frage. Denn wir wollen ja nicht, dass sich die Zahlen jetzt auf diesem hohen Niveau einpendeln. Wir wollen, dass sie sinken. Und da kommt es jetzt sehr darauf an, wie wir uns in den kommenden 2-3 Wochen verhalten. Das individuelle Verhalten ist jetzt ganz entscheidend. Und zwar Kontakte zu reduzieren, wo auch immer es möglich ist. Die Politik nimmt sich ja genau das jetzt vor. Die wollen sich morgen treffen, um zu gucken, wie sie das hinkriegen. Für die Politik ist es ja so, in einem freiheitlichen Staat kann die Politik nicht regeln, was Menschen hinter ihrer Haustür tun oder nur sehr, sehr schwer. Sie kann aber relativ einfach regeln, was in Konzertsälen, in Restaurants, in Theatern und auf der Straße passiert. Was sagt die Virologin, was die richtige Maßnahme eigentlich wäre? Das im öffentlichen Raum oder geht es mehr um das, was hinter den Haustüren passiert? Also ich glaube, eine ganz entscheidende Frage ist jetzt, wie wir strategisch aus dieser ganzen Geschichte rauskommen, aus dieser Welle. Und da muss die Politik jetzt klare Ziele auch ausarbeiten. Wo wollen wir eigentlich genau hin? Denn ich glaube, die Menschen muss man ja mitnehmen bei diesen Entscheidungen. Darf ich einen Vorschlag machen, wo wir hinwollen? Wenn wir zum Beispiel in die Tage des Sommers zurückkehren wollten? Genau. Genau, denn das wäre eine gute Strategie, dass man die Zahlen jetzt so weit runterdrückt, wie es geht, dass die Gesundheitsämter mit der Kontaktnachverfolgung wieder hinterherkommen. Und man kann ja auch mal ins Ausland schauen, in Länder, die es ganz gut im Griff haben, diese Pandemie, die Zahlen sehr niedrig halten. Und in denen sieht man ja auch sehr gut, dass sie wirtschaftlich wieder sehr gut funktionieren. Und da lohnt sich, glaube ich, sehr ein Blick ins Ausland. Ich sage nicht, dass man es genauso machen muss wie dort, aber die machen ja schon etwas besser. Und da kann man sich, glaube ich, ein paar Strategien abschauen. Welche Strategie würde man sich zum Beispiel abschauen, wenn man sagt, es geht auch um die Schulen? Für die deutsche Politik ist es ja ganz wichtig, die Schulen offen zu halten. Das hat man im Frühjahr gesehen, wie übel es ankommt, wenn Kitas und Schulen geschlossen werden. Nun werden sie offen gehalten. Das heißt, das, was man dort abbremsen würde, muss man jetzt in anderen Bereichen abbremsen, um irgendwie wieder auf niedrigere Zahlen zu kommen. Ja, ich glaube, das Ziel muss sein, wirklich in allen Bereichen, wo es möglich ist, Kontakte zu reduzieren und das Infektionsgeschehen zu reduzieren zumindest. Das heißt, die Maskenpflicht in den Schulen wird uns sehr helfen. Wir werden dadurch eine Reduktion sehen. Was aber auch natürlich wichtig ist, ist, dass wir Klassengrößen eventuell auch reduzieren, vor allem eventuell auch vor allem in der älteren Schülergruppe, ja, die Oberstufe zum Beispiel. Da ist es, denke ich, sinnvoll, auch teilweise das Lernen nach Hause zu verlegen, also ein hybrides Konzept zu entwickeln. Das wäre, glaube ich, etwas, was keinem richtig wehtut, aber was das Infektionsgeschehen ganz gut kontrollieren könnte. Das wäre ein Beispiel. Aber was natürlich weiterhin wichtig ist, dass wir auch im privaten Bereich immer noch darauf achten, niemanden zu infizieren. Es ist, glaube ich, wirklich am einfachsten, sich vorzustellen, einer in dieser Begegnung ist gerade infiziert und wir sollten uns so verhalten, dass wir uns nicht anstecken, beziehungsweise dass wir niemanden anstecken. Und da ist das Maskentragen tatsächlich ein wichtiger Faktor. Und das ist auch genau das, was in der Gastronomie ein Problem darstellt. Denn da sitzt man ja dann doch über längere Zeit zusammen, hat keine Maske auf, unterhält sich. Und da kommt es natürlich auch zu Infektionen. Der Rat der Virologin, und ich bitte Sie und die Zuschauer um Vergebung dafür, dass durch die Verzögerung zwischen uns beiden man sich immer mal wieder gegenseitig ins Wort fällt. Herzlichen Dank.
Ein Vergleich aus Deutschlands Nachbarschaft. Nun, vor wenigen Wochen war Belgien in einer viel schlimmeren Lage als Deutschland heute. Und jetzt kann Gunnar Krüger berichten, sie schaffen es, den Trend zu brechen. Offenbar im allerletzten Augenblick. In La Louvière beginnt die Nachtschicht. Une, deux, trois. Wie so oft in dieser Woche. Là, après avoir admis Nachdem wir diese Person aufgenommen haben, bleibt uns ein freies Bett. Ich komme gerade zurück von den Stationen. Da liegen vier schwache Patienten, die eigentlich hierher gehören. Belgien auf dem Scheitelpunkt der zweiten Welle. Wegen der Nachrücker bleiben Intensivbetten knapp, bleibt die Angst vor Überlastung. Ich müsste den Leuten dann sagen, dass ich ihnen nicht helfen kann. Das ist schwer. Pardon. Die zweite Welle kennt zwei Welten. Im Krankenhaus, im Krisenzentrum. Manche Kurven fallen, die Neuinfektionen, die Neuaufnahmen. Andere bleiben hoch, die der Intensivpatienten und die der Toten. Unsere Wachsamkeit hat wohl zu schnell nachgelassen. Wir waren zu zuversichtlich. Wir und die Bevölkerung. Wir haben gelernt, dass wir die Regeln erst lockern können, wenn die Fallzahlen noch deutlich weiter sinken. Diesmal sind wir vorsichtiger. Diesmal warten wir länger. Restaurants sind seit einem Monat, viele Läden seit zwei Wochen zu. Nochmal vier Wochen lang gilt nun wenig Kontakt, nachts Ausgangssperre und ein Bußgeld für Versuche, das zu umgehen. Anruf bei Marie Fémonville in Lüttich, auch ein Hotspot. Der Teil-Lockdown wirke aber mit quälender Verzögerung. Das erklärt, weshalb wir dann auch nur die langsame Verbesserung sehen. Und deshalb sind wir auch sehr vorsichtig und sagen nicht, jetzt ist alles vorbei, die zweite Welle ist vorbei. Auch bei ihr Bilder, die Einsicht schaffen für Regeln, die ihrer Meinung nach zu spät kamen. Man hat es oft genug gesagt, aber die Leute wollten es nicht hören. Es ist schwierig, das aufzunehmen, was man nicht gerne hören will und was einen auch beeinträchtigt in seiner eigenen Freiheit. Das Ende der Nacht in La Louvière. Ein Patient wird entlassen. Ich bin ein anderer Mensch, als wäre ich von den Toten auferstanden aus einer anderen Welt. Herr Doktor, Sie sind Gladiatoren, kein Quatsch. Ich weiß, was ich erlebt habe. In Belgien musste es erst so weit kommen, bevor es langsam wieder besser wird. Wenn so ein Bericht ein positiver ist, der Hoffnung macht, merkt man, wie ernst die Lage ist. Nachrichten von Gundula Gaus. Am heutigen Volkstrauertag hat der britische Thronfolger Prinz Charles im Bundestag gesprochen. 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges würdigte er dabei die Partnerschaft von Großbritannien und Deutschland. Gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier gedachte er in der neuen Wache aller Kriegsopfer. Im Bundestag mahnte Prinz Charles zu Versöhnung und rief dazu auf, angesichts aller Krisen gemeinsam für das Gute einzutreten. Abwechselnd auf Englisch und Deutsch sprach er auch die Zeit nach dem Brexit an. Wir werden immer Freunde, Partner und Verbündete sein. In Belarus' Hauptstadt Minsk sind vermummte Sicherheitskräfte erneut massiv gegen friedliche Demonstranten vorgegangen. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden allein heute mehr als 900 Menschen festgenommen, darunter auch wieder Journalisten. Den Protesten gegen Machthaber Lukaschenko hatten sich wieder Tausende angeschlossen, wie an jedem Sonntag seit der Präsidentenwahl am 9. August. Lukaschenko hatte sich trotz internationaler Zweifel am Wahlergebnis zum Sieger erklärt. Die EU erkennt ihn als Präsidenten nicht mehr an. Nach dem Ende der Kämpfe in Bergkarabach im Südkaukasus bekommt Armenien 10 Tage mehr Zeit für den Abzug seiner Truppen. Dem Waffenstillstandsabkommen zufolge hätte das Land heute ein erstes umkämpftes Gebiet an Aserbaidschan abtreten sollen. Viele Armenier haben ihre Wohnorte bereits verlassen. Einige brannten ihre Häuser nieder. Russische Truppen sollen die vereinbarte Waffenruhe überwachen. Aserbaidschan sagte den Schutz christlicher Kirchen und Klöster in der Konfliktregion zu.
Mitten im Handelskrieg mit den USA hat China mit 14 Wirtschaftsnationen der Asien-Pazifik-Region das größte Freihandelsabkommen der Welt abgeschlossen. Nach 8 jahrelangen Verhandlungen wurde es auf einem virtuellen Gipfel unterzeichnet. 2,2 Milliarden Menschen leben in diesem Wirtschaftsraum, der knapp ein Drittel des weltweiten Handelsvolumens umfasst. Das Abkommen verringert Zölle und definiert einheitliche Regeln, um Lieferketten zu erleichtern. Mit der Freihandelszone will die Region wirtschaftlich stärker als die EU werden. Mittlerweile steht ja nun fest, dass der Demokrat Joe Biden, der President-elect, der gewählte Präsident ist. Das macht er aus Donald Trump einen President fired, wenn man sich auf seine Sprachebene begibt. Das Ergebnis will er nicht akzeptieren. Er twitterte heute Nachmittag, Biden habe nur in den Fake News Medien gewonnen. Er, Trump, werde gar nichts zugestehen. Bei dem Tweet blieben ihm noch 160 Zeichen. Da hätte er konkrete Hinweise auf Betrug anbringen können, konnte er wohl nicht. Formal muss er Bidens Wahl nicht anerkennen. Kein Gesetz verlangt das. Es ist nur seit Jahrhunderten Brauch und wichtig für die Seele der Nation. Amerikanische Wahlkämpfe sind so viel länger, teurer, brutaler als jeder Wahlkampf in Deutschland. 1,5 Jahre lang zerfleischen sich die Kandidaten und die Apparate der Parteien. Erst gegen die Konkurrenten im eigenen Lager und dann mit allen verbliebenen Kräften gegeneinander. Da werden tiefe Gräben gerissen, diesmal besonders tief. Nach so etwas ist die ausgestreckte Hand des Verlierers, eine elegante Rede über Neuanfang und Gemeinsamkeiten, nicht bloß guter Stil, sondern Medizin für die Demokratie, lebenswichtig. Trump verweigert sie. Warum? War unsere Frage an Britta Jäger in Washington. Bei Madame Tussauds haben sie Donald Trump schon in den politischen Ruhestand geschickt. Raus aus dem präsidialen Anzug, die Wachsfigur trägt jetzt Golfkluft. Weniger Amtsgeschäfte, mehr Golfspielen scheint seit Tagen tatsächlich Trumps Motto. Auch heute steht er wieder auf dem Rasen, nachdem er zuvor für mediale Aufregung sorgte. Biden habe gewonnen, gab er zum ersten Mal auf Twitter zu, aber nur, weil die Wahl manipuliert worden sei. Eines ist dem Präsidenten bereits jetzt gelungen. Er hat den Glauben an die Legitimität demokratischer Wahlen zerstört, zumindest bei seinen Anhängern, von denen Zehntausende am Samstag in der Hauptstadt protestierten. Wenn du dein Vertrauen verlierst, hast du keine Nation mehr, dann kann man auch keiner weiteren Wahl trauen. Das geht doch nicht. Trump arbeitet an der Legende des betrogenen Siegers und daran, seinem Nachfolger Joe Biden und ganz Amerika das Leben schwer zu machen. Rausschmiss des Verteidigungsministers aus dem Pentagon, im sensiblen Prozess der Machtübergabe eine Gefährdung der nationalen Sicherheit, meinen Experten. Ich denke, dass der Präsident noch, um mit seinen Worten zu sprechen, unerledigte Geschäfte hat. Und er will nicht, dass die in der Bürokratie des Pentagons beerdigt werden. Er hat nun Leute reingebracht, die in jeder Situation loyal sind und die alles tun werden, um sicherzugehen, dass Trumps Anordnungen in den nächsten 60 Tagen erfüllt werden. Unerledigtes erledigen. Ein Ad-hoc-Truppenabzug aus Afghanistan bis Jahresende wäre da denkbar. Außerdem will Trump laut Medienberichten wohl weitere Sanktionen gegen Iran verhängen. Das würde Biden die Rückkehr zum Atomdeal erschweren. Möglich auch, dass Trump die Bundesbehörden weiter ausdünnt und versucht, sich selbst zu begnadigen, um künftiger Strafverfolgung zu entgehen. Am wildesten aber spekuliert wird, ob Trump sich über den Wählerwillen hinwegsetzen würde. Sollten seine gerichtlichen Klagen gegen das Wahlergebnis nicht bis zum 8. Dezember vom Tisch sein, könnten republikanisch geführte Bundesstaaten eigene Wahlleute bestimmen, trotz eines Biden-Sieges. Unwahrscheinlich bei einem unberechenbaren Trump, aber denkbar. Donald Trump ist so unvorhersehbar, hat so viele Normen, so viele rechtliche Vorgaben in den Vereinigten Staaten missachtet, dass es im Moment total unklar ist, wie weit er gehen und eine wirklich gefährliche Situation schaffen wird. Welche Regierung ist künftig am Zug? Die Zeit wird es wohl zeigen, so Trump am Freitag. Bis zum 20. Januar hat er noch das Sagen, mit allen präsidialen Befugnissen.
damit zu Disziplinen, in denen die Gegner sofort feststehen. Der Brite Lewis Hamilton ist zum 7. Mal Formel-1-Weltmeister. Mit seinem Sieg beim Großen Preis der Türkei kann Hamilton in der WM-Wertung nicht mehr eingeholt werden. Sportlich steht der Mercedes-Pilot nun auf einer Stufe mit Rekordchampion Michael Schumacher. Katja Streso über einen emotionalen Sieg. Kurz nachdem Lewis Hamilton die Ziellinie überquert hatte, wurde es emotional. Für alle Kinder da draußen, die vom Unmöglichen träumen, ihr könnt es schaffen, sagte ein sichtlich gerührter Hamilton über seinen Funk. Gemeint damit sicher mehr als die Tatsache, dass er heute seinen 10. Saisonsieg holte, an einem Tag, der eigentlich nicht dafür gemacht schien. Hamilton startet ungewohnt nur von Position 6 aus ins Rennen, doch der Regen in Istanbul sorgt schon früh für ein ordentliches Durcheinander und spült den Rekordsieger immer weiter nach vorn. Knapp 20 Runden vor Schluss setzt sich Hamilton an die Spitze, fährt zu seinem insgesamt 94. Grand Prix-Sieg und zum 7. WM-Titel so viele wie Michael Schumacher. Sebastian Vettel heute erstmals in der Saison auf dem Treppchen, wird hinter Sergio Perez Dritter. Der Größte ist aber Lewis Hamilton an diesem besonderen Tag in Istanbul. US-Golfstar Dustin Johnson hat das traditionsreiche Major-Turnier in Augusta gewonnen. Mit einem Rekordergebnis von insgesamt 268 so rum Schlägen, klar vor einem Debütanten aus Südkorea, Im Suk-ja und Cameron Smith aus Australien, die jeweils 273 Schläge brauchten. Der 36-jährige Johnson hatte erst vor einem Monat eine Corona-Infektion. Und nur noch dies bei den Protesten gegen den Ausbau der A49 in Hessen. Und gegen die damit verbundenen Baumrodungen ist eine Demonstrantin verletzt worden. Die Frau fiel nach Angaben der Polizei aus mehr als 3 Metern Höhe in die Tiefe. Die Polizei widersprach Angaben von Rodungsgegnern, wonach Einsatzkräfte ein Sicherungsseil durchtrennt haben sollen. Im Dannenröder Forst werden auf einer Fläche von 27 Hektar Bäume für den Weiterbau der Autobahn A49 gefällt. Die Demonstranten fordern einen sofortigen Stopp der Arbeiten. Mein Schatz? Was ist das eigentlich? Ein Schatz. Die Frage stellt und beantwortet eine zauberhafte Ausstellung in einer ganz besonderen Schatzkammer, dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte. In diesem Industriebau wird es mit diesem Thema nicht nur prachtvoll, sondern auch sehr intim und privat. Und das sind dann für Susanne Freitag die größten Schätze. Millionen Menschen haben jeden Samstag auf genau dieses Gerät geguckt. Es hat Millionäre gemacht. Die Lottoziehungsmaschine wurde in Saarbrücken gebaut. Gleich daneben der größte Menhir Europas, der saarländische Gollenstein, 3D-Druck in Originalgröße. Ralf Beil war startklar, doch zum zweiten Mal hat Corona die Eröffnung verhindert. Dabei ist die Völklinger Hütte zu einer großen Schatzkammer geworden. Der Kern der Ausstellung Montresor, das sagt schon der Titel, da geht es eben darum, was ist eigentlich ein Schatz? Was ist wann wirklich bedeutend? Was ist uns wichtig? Da sitzt er nun allein im Bierdeckelraum, in dem die Arbeiter früher ihr Pausenbrot aßen. Entdeckt haben sie ihn auf dem Hüttengelände. In den 1960er Jahren war das ein wertvoller Ort. Zwischen den Maschinen ein Mix von Stilen und Epochen. Hier alte Keramikkunst aus Sagemünd in Lothringen. Dort die Originalentwürfe von Gerhard Richters berühmten Abteifenstern. Glas, Gold, Alltagsgegenstände oder in einem Fürstengrab der Merowingerzeit 5 geköpfte Pferde. Ein Schatz ist eben relativ. Das ist ein großer, bedeutender Fürst offenbar gewesen, sonst hätte man ihm nicht 5 Pferde und 2 Hunde mit ins Grab gegeben. Aber es war eben sein Grab. Und wir sehen es jetzt als Kulturgut, was hingekommen ist, aber es ist immer ein Mensch, der dahinter steht. Ein Koffer voller Feldpostbriefe, das ist das Wertvollste für Eva Maria Scherer. Immer wieder schrieb ihr Vater vom Krieg und wie sehr er sie und ihre Mutter liebt. Er starb an der Front, als sie 5 Monate alt war. Sie kennt ihn nur über seine Briefe.
Für ihre Eisenbahnanlage haben sie sogar Original-Hochofendreck verarbeitet. Uwe Braun und seine Kollegen arbeiten auf der Dillinger Hütte. Die ist noch in Betrieb und sie haben sie nachgebaut. Das Modell steht jetzt im Weltkulturerbe. Wir arbeiten wirklich sehr lange schon mit Herzblut daran. Und die Anlage ist auch einzig in ihrer Art. Sie ist die größte transportable Modelleisenbahn mit Industriecharakter, also weltweit. Und das ist schon unser Schatz. Wann eröffnet wird, bestimmen Infektionskurven und Corona-Regeln. Geduld wird belohnt mit Schätzen wie diesen. So zauberhaft wie die ganze Ausstellung und schon offen ist die Idee, dass jeder Mann, jede Frau ein Bild von ihrem ganz persönlichen Schatz auf die Webseite der Ausstellung montresor.org hochladen kann. Da entsteht gerade eine wunderbare Sammlung. Christian von Rechenberg nun mit einem Ausblick auf Wichtiges nächste Woche. Am Mittwoch wollen Bundestag und Bundesrat das neue Infektionsschutzgesetz auf den Weg bringen. Es wird einen Rahmen für künftige Impfprogramme vorgeben. Noch wichtiger, es soll regeln, wie intensiv und wie lange der Staat im Kampf gegen eine Pandemie in die Freiheiten der Bürger eingreifen darf. Das tat die Regierung bisher durch Verordnung. Dafür gab es heftige Kritik. Nun also ein Gesetz dazu. Man wird es genau unter die Lupe nehmen. Am Freitag betreten die Grünen ein weiteres Stück Neuland. In Klein hatten sie es schon probiert, nun wollen sie einen ganzen Bundesparteitag online halten. Nur die Parteispitze wird im Berliner Tempodrom sitzen. Hunderte Delegierte sind zugeschaltet. 3 Tage feilen am neuen Grundsatzprogramm. Fraglich, welche Akzente die Partei mit Blick auf mögliche Koalitionspartner setzt. Und welche Wunden nach der Rodung des Dannenbrüder Forsts bleiben, die ja auch die Grünen in Hessen durchgesetzt haben. Am gleichen Tag ein Gedenken. Vor 75 Jahren begannen in Nürnberg die Prozesse gegen Vertreter des NS-Regimes. Den Saal 600 verließen nach einem Jahr Verhandlung nur 3 Angeklagte als freie Menschen. Die anderen verurteilten die Richter zu Haft oder zum Tode. Einer der Chefankläger damals, Ben Ferenc, heute 100 Jahre alt, wird auf dem Festakt in Nürnberg ein Grußwort sprechen per Video. Und das Novemberwetter in dieser neuen Woche bleibt herbstlich und erstmal überwiegend trübe. Morgen ist es meist stark bewölkt. Im Norden gibt es immer wieder Schauer, auch an den Alpen Regen, der zum Nachmittag nachlässt. Höchstwerte 8 bis 13 Grad. Am Dienstag regnet es im Norden, in den folgenden Tagen bleibt es meist trocken. Im Süden dagegen viel Sonne bei bis zu 16 Grad. Wir wünschen einen guten Start in die Woche und sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss, schönen Abend. We'll be right back.